Ein Jahr mehr Entwicklungszeit und eine Reihe von sinnvollen Erweiterungen machen den Landwirtschaftssimulator 22 zum besten Teil der Serie. Und das wird von den Fans honoriert. Auf Steam hatten die Spielerzahlen zwischenzeitlich sogar das ziemlich durchwachsen veröffentlichte Battlefield 2042 überflügelt. Der Landwirtschaftssimulator hat sich stattdessen in den letzten Jahren nicht nur zu einem unglaublichen Verkaufserfolg gemausert. Auch der grundsätzliche Entwicklungsansatz einer beständigen Evolution statt radikaler Revolution mit jedem Serienteil hat sich längst bezahlt gemacht. Aber was ist nun neu im LS22? Und vor allem, was taugen diese Neuerungen? Wie gut ist das Spiel für Serien-Neueinsteiger geeignet und wo müssen die Entwickler unbedingt noch nachbessern? Diese Fragen beantworten wir jetzt im Testvideo. Die Highlights des LS22 sind, wenig überraschend, die Neuerungen, die das Spiel tatsächlich näher an die im Titel versprochene Simulation des Landwirtberufes heranrücken lassen. Nach dem Start eines neuen Spiels auf eine der drei thematisch sehr unterschiedlich gestalteten Maps setzen wir uns nämlich erstmals in der Serie mit wechselnden Jahreszeiten auseinander. Neben optischen Effekten wie stimmungsvoller Laubverfärbung im Herbst oder einer Schneelandschaft wirken sich Wetter und Jahreszeit auch spielerisch aus. Über den neuen Wachstumskalender sehen wir, welche der insgesamt 17 Fruchtbarkeiten wann gesät und wann geerntet werden müssen. Die Anzeige oben rechts im Bild informiert uns neben Spielgeschwindigkeit und Kontostand auch über das aktuelle Datum sowie das Wetter. Durch die auf den ersten Blick simple Implementierung von Jahreszeiten spielt sich der LS22 im Vergleich zu seinen Vorgängern ein ganzes Stück mehr wie eine Simulation. Wir müssen uns strukturieren, vorausschauend planen und agieren und uns nicht zuletzt auch mit den Widrigkeiten des Wetters auseinandersetzen. Denn wenn im Januar und Februar dicke Flocken vom Himmel fallen und sich hohe Schneeberge auf dem Hof türmen, sieht das zwar stimmungsvoll aus, ist allerdings denkbar unpraktisch für alle anfallenden Arbeiten rund um unseren Hof. Aber es wäre nicht der Landwirtschaftssimulator, wenn wir für dieses Problem nicht im serientypisch riesigen Fuhrpark eine passende Lösung finden würden. Und so ist es auch. Unter den mehr als 400 original lizenzierten Fahrzeugen, Anhängern und Maschinen, das sind so viele wie in keinem anderen Teil zuvor, wählen wir den Massey Ferguson MF5S145 mit Schneeschieber und Streusalzvorrichtung, um die Wege freizulegen und zu sichern. Neu sind außerdem die Steinsammler, mit denen wir nach dem Pflügen oder Grubbern freigelegte Steine einsammeln und so die Qualität unserer Felder und letztlich auch der Ernte erhöhen. Steinsammler gibt es von den Firmen Degelmann und Elho. Traktoren, Werkzeuge und Co. sind auch im LS22 wieder von Firmen wie Deutz, Fendt, John Deere oder Case lizenziert. Die Auswahl der Gerätschaften, die ihr auf jeder Map beim Händler entweder kaufen oder mieten könnt, ist also entsprechend groß. Damit ihr euch in den Menüs nicht verliert und vor allem neue Spieler auch nachvollziehen können, welche Fahrzeuge welchen Zweck haben und mit welchen Zusätzen kompatibel sind, findet ihr praktische Hilfestellungen. Im Reiter Pakete wählt ihr eine geplante Tätigkeit, etwa die neue Traubenzucht, und schon seht ihr, was ihr alles benötigt. Darüber hinaus könnt ihr bei den einzelnen Artikeln des Händlers über die Taste C einsehen, mit welchen Fahrzeugen und Aufsätzen dieser kompatibel ist. Gerade letzteres ist zwar auch nicht wirklich intuitiv umgesetzt, aber als Anfänger hat man die Chance, sich einen Überblick zu erarbeiten. Apropos Arbeit. Wie heißt es so schön? Die Wahrheit liegt auf dem Feld. Und hier spielt der LS22 seine ganzen Stärken aus. Wir bereiten Felder vor, säen, kalken, ernten und fangen wieder von vorne an. Dank des Wachstumskalenders fällt es uns leichter, einen Ablauf zu etablieren und somit auch Ziele zu setzen. Sind wir mit einem Feld fertig, will die Ernte eines anderen schon reingebracht werden, sodass wir immer alle Hände voll zu tun haben. Und dabei haben wir bislang nur über die Landwirtschaft gesprochen. Daneben können wir noch Kühe, Pferde, Schafe, Schweine, Hühner und Bienen halten oder als Forstwirt die ganz schweren Geschütze auffahren, indem wir Bäume fällen und das Holz gewinnbringend verkaufen. Wenn wir auf der einen Seite sagen, dass die Jahreszeiten den LS22 mehr zu einer nachvollziehbaren Simulation machen, müssen wir aber auch die Vereinfachungen ansprechen. Die Tiere im Stall benötigen nur noch Futter und Stroh, eine Wasserversorgung ist automatisch gegeben und die Ställe müssen nicht mehr gemistet werden. Die neuen Gewächshäuser funktionieren auf eine ähnliche Weise. Nach dem Errichten müssen wir den integrierten Wassertank stets vollhalten und wählen per Klick aus, ob Salat, Erdbeeren oder Tomaten angebaut werden sollen. Der geringe Aufwand macht Gewächshäuser zur idealen ersten Einnahmequelle nach Spielbeginn, könnten manchen Spieler aber auch unterfordern. Aber auch wenn an einigen Stellen Abläufe vereinfacht wurden, fanden wir das beim Spielen in der Summe nicht schlimm.
Denn inhaltlich ist der LS22 breiter denn je aufgestellt. Und ein weiterer wichtiger Eckpfeiler der Serie findet sich auch im aktuellen Ableger wieder. Die Rede ist natürlich von der Mod-Unterstützung. Wir können sicher sein, dass die treue Community viele weitere Inhalte und Verbesserungen erstellen wird, die dem eigenen Spiel leicht hinzugefügt werden können. Wer also mit einer Spielmechanik oder den simulierten Arbeitsschritten nicht ganz einverstanden ist, sollte die Augen nach einer entsprechenden Mod offen halten. Die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass es da etwas Passendes geben wird. Wenn wir schon beim Thema Mods sind, können wir auch noch gleich über die Zugänglichkeit sprechen. Die ist nämlich so hoch wie selten zuvor in der Serie. Und das gleich auf mehreren Ebenen. Zum einen habt ihr die Möglichkeit, eure Spielerfahrung sehr individuell zu gestalten. 3 Schwierigkeitsgrade, inklusive kleinen Tutorial auf dem leichtesten Modus, eine Auswahl, wie viele Tage ein Monat haben soll und dazu die Möglichkeit, die Zeit beliebig schnell vergehen zu lassen, sind mächtige Werkzeuge, um den Spielablauf optimal an eure Bedürfnisse anzupassen. Und wem das mit den Jahreszeiten und dem Wachstumskalender zu stressig ist, kann das komplett abschalten oder so einstellen, dass das Wetter nur noch einen optischen, aber keinen spielerischen Effekt hat. Empfehlen würden wir das aber nicht. Auf der anderen Seite bezieht sich die große Zugänglichkeit auf den Mehrspielermodus. Auf dem PC können bis zu 16 Spieler gleichzeitig auf einem Server farmen. Auf einer der 3 Maps Elm Creek, Erlengrad und Aubais-le-Rhône könnt ihr entweder alle zusammen auf einem Hof arbeiten oder bis zu 6 verschiedene Höfe gründen und so für Bewegungen auf den sehr hübsch anzusehenden, aber leider etwas statischen Karten sorgen. Auch schreibt ihr so eure Geschichten einfach selbst und kompensiert damit, dass es im Einspielermodus, der ironischerweise auch noch Karriere heißt, gar kein erzählendes Element gibt. Eine Mehrspielerpartie zu starten ist denkbar einfach. Jeder kann einen lokalen Server erstellen oder das aktuelle Spiel für andere öffnen. Über den integrierten Serverbrowser ist ein Beitritt problemlos möglich. Gerade nach Release machten aber die Giants Master Server, zu denen immer eine Verbindung bestehen muss, noch Probleme, indem sie nicht erreichbar waren und Spielsitzungen daher abbrachen. Das war ärgerlich, aber Giants hat die Situation in den Tagen nach der Veröffentlichung bereits verbessert. Der LS22 kann aber auch auf einem gemieteten Server gehostet werden, dann müsst ihr das Spiel für diesen Server allerdings nochmal kaufen. Oder ihr mietet direkt einen Server, auf dem das Spiel bereits installiert ist. Der Mehrspielermodus unterstützt diesmal übrigens endlich auch Crossplay, sodass PC- und Konsolenspieler problemlos miteinander farmen können. Wenn das Spiel auf dem PC gehostet wird, profitieren übrigens auch Konsolenfarmer von der eigentlich nur auf dem Computer möglichen Spielanzahl von 16 virtuellen Landwirtschaftlern. Kommen wir mit den Produktionsketten zur zweiten großen Neuerung neben den bereits erwähnten Jahreszeiten. Statt wie bisher eure Ernteerträge direkt zu verkaufen, habt ihr nun die Möglichkeit, sie weiter zu verarbeiten und mit den Endprodukten noch viel mehr Geld zu verdienen. Das ist eine sinnvolle Neuerung und macht das Spiel gerade nach hinten raus viel komplexer, indem wir darauf hinarbeiten können, bessere Erträge zu erzielen und die Produktionsstätten sogar zu besitzen. Über das überarbeitete Baumenü errichten wir auf vorher gekauftem Land nicht nur mehr nur Ställe, Lager, Garagen und Co., sondern auch die neuen Fertigungsgebäude, wie etwa Getreidemühlen oder Bäckereien. Auf diese Weise verpassen wir den 3 Karten nach und nach unseren individuellen Stempel und entwickeln uns vom einfachen Bauern zum Großindustriellen. Auch hier gilt: Wer das alles nicht will, kann seine Ernte weiterhin verkaufen und in dem Tempo wachsen, das individuell passt. Was noch nicht so ganz passt, ist allerdings das Baumenü. Gerade beim Platzieren großer Gebäude ist die Ansicht sehr sperrig. Wir sehen nicht, wo die Ecken des Fundaments enden und errichten so oft teure Missverständnisse. Eine Möglichkeit zum Verschieben gibt es leider ebenso wenig wie die volle Rückerstattung der Baukosten oder zumindest eine Rasteransicht, wie sie etwa in den Anno-Spielen längst Standard ist. Leider passend dazu funktioniert die Höhenabgleichung noch nicht richtig, sodass auf schrägen Untergründen Ecken von Gebäuden gerne mal in der Luft schweben. Und wenn wir schon bei Dingen sind, die noch nicht so gut funktionieren, müssen wir auch über den KI-Helfer sprechen. Der ist gerade für Einzelspieler eine sinnvolle Unterstützung, kann er doch bei Feldarbeiten einfach über die Taste H angestellt werden und so unliebsame Aufgaben übernehmen. Das funktioniert in der Praxis mal gut, mal kann der Kollege aber auch das Feld nicht finden, obwohl er sich drauf befindet. Außerdem kann die KI über das Helfermenü komplexere Aufgaben erhalten, wie Wegpunkte abfahren, Waren laden oder laden und liefern, jeweils einmalig oder wiederholend. Auch hier gilt, prinzipiell super. Die Umsetzung hakt aufgrund mangelhafter Wegfindung und häufiger Blockierung durch Objekte aber noch stark. Zwar nimmt der Helfer uns Aufgaben ab, es kann aber nicht Sinn der Sache sein, dass wir trotzdem ständig nach ihm schauen oder ihn neu anleiten müssen. Hier sehen wir noch viel Handlungsbedarf für die Entwickler. Allerdings versprachen die Entwickler von Giants bereits, den Helfer weiterhin zu verbessern. Wann wir mit dem ersten Update für die Helfer allerdings rechnen können, bleibt unklar.
Aktuell hat dieser Kritikpunkt also weiter Bestand. Zum Abschluss wollen wir noch kurz etwas zu dem sagen, was ihr die ganze Zeit ohnehin schon seht. Die Grafik. Die ist wirklich stimmig und detailreich gehalten, allerdings ohne High-End-Optik zu bieten. Für das, was der LS22 sein will, nämlich eine stimmungsvolle Alltagssimulation, die viele Spieler erreicht, moderate Hardware-Anforderungen hat und trotzdem gut aussieht, ist sie durchaus gelungen. Wer jedoch High-End-Grafik mit modernsten Effekten und einer lebendigen Spielwelt erwartet, wird sicherlich enttäuscht. Hallo Echo. Das optische Highlight sind die Maschinen, die Umgebungen sind trotz netter Details eher zweckmäßig gestaltet. Technikenthusiasten können sich aber an den sehr schönen und vollen Sounds der Maschinen satt hören und an den vielen Details erfreuen. Wenn die Motoren starten, wir mittels manueller Schaltung sprichwörtlich alle Hebel in Bewegung setzen und sich unser tonnenschweres Gefährt unaufhaltsam seinen Weg über den Acker bahnt, sind wir voll in unserem Element. Das sind auch die Momente, die den LS22 so besonders machen und uns ins Hofleben eintauchen lassen. Und davon gibt es dank der vielfältigen Aufgaben, des umfangreichen Fuhrparks und des Fokus auf Details sehr viele. Wer ein Herz für Simulatoren hat, sich in einer Sandbox austoben will und kleinere Macken verzeihen kann, sollte sich den LS22 unbedingt anschauen.